Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur heutigen Folge Let's Play Anno 2205. Wir versuchen hier gerade mal ein bisschen zu überleben. Ohne gleich in jedes von diesen Viechern reinzurumpeln und vielleicht auch nicht in die nächste Flotte, die es jetzt auch gerade geschnallt hat als letzte ihrer Art. Das heißt, wir brauchen hier mal ein bisschen Support. Volle Kraft und rein in die Geschichte, Freunde. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Selbstreparatur läuft. So, bringen die ihn schön, immer schön einschenken. Reparatursysteme online. So, okay, wir kriegen das. Bereit für Einsatz. Ich weiß, ihr seid nicht so begeistert von den Kämpfen. Ja, die reißen euch jetzt nicht so weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, so als nette kleine Abwechslung für zwischendurch kann man das immer mal machen. Finde ich jetzt gar nicht mal verkehrt. Grünes Licht. Gerade auch, wenn du jetzt hier plötzlich so eine Flotte aus dem Nichts siehst, ja. Nuklearrakete abgefeuert. Wow, wir haben ein Schiff verloren. Shit. Selbstreparatur läuft. Das war jetzt im Kampf, ist mir das ein bisschen abgegangen. Alle zum Einsatz. Ja, diese Schiffe, unsere Artillerieschiffe, die sind schon eklig. Erfolgsliste aktualisiert. Yay! Feuer frei. Reparaturdrohnen gestartet. Weil man muss dazu sagen, diese Artillerieschiffe sind ja auch echt übermäßig. Volle Kraft voraus. Muss man einfach so neidlos anerkennen. Die Dinger haben schon Rumsbums, wie man so schön sagt. Ja, die haben Rumsbums. Dafür geht das auch echt fleißig gut. Jetzt muss man gerade gucken, vielleicht kriegen wir das sogar so hin, dass wir jetzt hier noch unsere eine Mission, unsere letzte, abschließen können. Einen noch. Und mal die letzten Erze checken. Da ist er. Das Problem wird nicht wieder hochkommen. Gut gemacht. Und jetzt haben wir nämlich auch wieder Iridium in rauen Mengen. Das war eigentlich mein Ziel gewesen. So. Ziel bestätigt. Sind unterwegs. So. Gucken wir mal, die Schiffe kommen hier. Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Na komm, schieß drauf. Roger. Okay, schön aus der Fahrt weggeknallt. Die Jungs. So, hier können wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Feuer frei. Grünes Licht. So, hier, das geht halt ratzfatz, wenn du da mit so einer großen Flotte da reindonnerst. Da, das ist halt hilfreich, ne? Im Gange. Grünes Licht. So, das will ich unbedingt noch haben. Da kommen sie. Ich glaube, das Graphen haben wir uns gerade gekrallt. Das war extrem nützlich. Verstanden. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Waffensysteme bereit. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Grünes Licht. Diese kleinen Viecher, die hauen halt so böse immer rein. Mega Aua. Es ploppt hier allerdings gerade ein bisschen zu viel auf für meinen Begriff. Gestartet. Starte Nuklearrakete. So, mach mal da hinten erstmal ein bisschen Aufräumarbeiten. Kampfstationen. Ja, man muss es ja, aber dürft es ja auch nicht übertreiben, ne? Genauso, hier können wir auch gleich erstmal einen draufhauen. Ja. Verstanden.
unsere Schiffchen nämlich auch mal wieder einen Satz voll reparieren. Läuft. So, zack. Und schon sind die Vorräte wieder aufgefüllt. Hydrolager, wunderbar. Wunderbar. Bestätigt. Also langsam füllt sich auch unsere Petros wieder, aber es ist immer noch viel zu wenig für das, was ich eigentlich da gerne hätte. Ist auch nochmal ein Petrolager. Wenn wir hier alles wegmachen, hier hinten die zwei Jungs haben wir halt noch im Angebot, ne? Sind unterwegs. Wobei, wir werden diese ganze Mission jetzt nicht erfüllen. Ja, ich werde jetzt Richtung Gegner losziehen und dann schauen, dass wir uns erstmal da durchkämpfen. Und dann... Da hinten ist schon... Könnte man hier die Flotte parken und ständig da draufholzen, wäre auch eine Idee. Bestätigt. Keine Bewegung. So, gucken wir mal. Die müssten hoffentlich heilt das noch. Das dürfte gleich ausgehen, aber das... Ja, okay, super. Kampfstationen. Oh, wo kommt ihr denn her? Verstärkung ist unterwegs. So, wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Eins von denen ist es. Ich glaub, das war's. Waffensysteme bereit. Genau. Hier, da. Das ist super. Kampfstationen. Okay. Schön aufgeräumt, schön weggeräumt. Das passt schon. Im Gange. Wie gesagt, ich habe euch ja versprochen, ich will, ich will schauen, dass wir es so hinbekommen, dass wir nach Möglichkeit halt auch, verstanden. Nach Möglichkeit halt auch hier ganz, ganz ratzfatz diese Missionen erfüllen. In der Hoffnung, dass es halt dann auch, schnell all eben vorbei ist. Ja, und auch nicht immer. Also ich will auch nicht euch jetzt hier die nächsten 100 Jahre mit diesen Kampffolgen langweilen. Wenn ihr die nicht sehen wollt, dann verstehe ich das auch, ne? Also wir sind ja alle ein Team, ja? Wir arbeiten ja zusammen. Kampfstationen. Ne? Wenn ihr sagt, das ist jetzt überhaupt nicht euers und ihr seid da eigentlich gar keine Fans von, ja? Feuer frei. Muss ja auch nicht. Ne? Nicht jeder mag sowas, ist auch völlig okay. Aber im Gange. Manche mögen das halt schon und die muss man auch verstehen. Deswegen, ich persönlich bin kein Freund davon. Ihr wisst es, ich habe es euch oft genug gesagt. Verstanden. Meine Lieblingsmissionen sind das jetzt alle nicht, ne? Starte Nuklearrakete. Nuklearrakete. Danke auf den Knall. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich eher nicht so. Verstärkung ist unterwegs. Eine Bewegung. Okay. Wir lassen die Jungs hier mal freiräumen. Ziel bestätigt. Bereit so. Für Einsatz. Immer schön reparieren. Gestartet. Feuer frei. Wir werden angegriffen. Verstärkung ist unterwegs. So. Kampfstationen. Für den Moment ist das vorüber. Aber das ist nur die Ruhe vor dem nächsten Ansturm. Ich muss Ihnen danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Nice. Nice. Noch ein Eiser am nicesten. Sie haben mich überrascht, stimmt. Diesmal haben Sie einen guten Job gemacht. Geil. Geil. Anforderungen für neuen so. Erfolg erfüllt. Ihr, wie gesagt, ihr habt mir ja gesagt, Ergi, du Wahnsinniger. Hey, ja. Du expandierst tatsächlich. Genau, so hoffentlich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Und mein Freund. Da war es jetzt so, da habt ihr das gesagt und zwar macht das mal. Sehr geil, jetzt haben wir dann endlich den Transmissionsraumhafen hier oben. Jetzt können wir nämlich erstmal anfangen und hier Zeug reinholen. Ich soll die Mission doch bitte immer fertig machen. Das war euer Wunsch und ihr habt natürlich auch absolut recht. Ja? Die Mission muss man normalerweise immer fertig machen, einfach um das Maximum rauszuholen. Das Ganze ist jetzt natürlich in einem Let's Play, ja, nicht immer so praktikabel. Also ich kann das nicht durch die Bank weghalten. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ja,
Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So. Okay. Nächste Expansionswelle. Was haben wir hier zum Beispiel? Wir haben auf jeden Fall mega zu viel Aluminium. Das ist echt. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen. Dickes Problem. So. Damit sollte das jetzt auch wieder besser laufen. Uns fehlen natürlich auch hier unbeschreiblich viele Arbeitskräfte. Gucken wir mal, sollte insgesamt besser laufen, aber naja. Gutes Essen, ein Gemüse. Ja, ihr wollt jetzt alle Vitamindrinks. Ein Problem beseitigt, ich komme da sofort das nächste hochgeploppt. Pass auf, was brauchen wir? Wir brauchen diese Kubitprozessoren. Da brauchen wir Molybdän und Diamanten. Dem hier. Na, das könnten wir doch hier mal locker flockig noch aufbauen. Machen wir das mal. Bringen wir doch mal Molybdän hier an den Start und bauen hier Qubit-Prozessoren. Die werden wir ja so oder so brauchen. Das hilft ja so in keinster Weise, egal wie was. Es ist ein schöner. Und die Vitamindrinks, die holen wir uns auch noch. So. Nicht ganz symmetrisch die Geschichte hier, aber das kriegen wir auch noch auf die Reihe. So, da haben wir zum Glück Neuroimplantate ohne Ende. Das steigert sich jetzt alles. Das war ja alles bisher im Schlafmodus, wenn man so möchte. Superkühler brauchen wir jetzt gerade im Moment noch nicht. Also wie gesagt, das war jetzt alles so ein bisschen im Ruhemodus. Was jetzt auch kein Thema ist, aber... Ja, was jetzt? Gibst du deiner Doc-Crew nicht mal was zu tun? Meine Doc-Crew? Ja, ihr war doch gerade draußen. Reicht das immer noch? Reicht's nicht? Warte mal kurz. Muss gerade mal was testen. Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Warte mal. Ich muss mal kurz hier was klarstellen. Das könnte natürlich auch sehr, sehr geil sein. Die Dinge hier ich würde die halt ganz, ganz gerne, würde ich die halt alle hier rüberziehen. Auf einen Schlag. Mehrfache Markierungen ist so das Stichwort für mich. Weil das wäre nämlich so hilfreich, aber macht jetzt nichts. Wir ziehen das mit Liebe rüber. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Wenn es nicht geht, dann geht's mit einem und zwar mit Liebe. So. Okay. Da hinten wird es nicht ganz aufgehen, das muss aber auch gar nicht. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Weil hier ist nämlich auf jeden Fall Platz ohne Ende. Für gleich mal einen ganzen Sack voll neuer Leute. Ach, das geht sogar genau auf. Okay. Ihr wollt natürlich jetzt auch noch Gemeinschaft. Ist ja klar. Verstehe ich doch auch voll und ganz. Fischis haben wir auch ein Problem. Da haben wir aber, glaube ich, hier noch ein bisschen was offen. So. Und Transport ist euer nächstes Thema. Nächste große Ding, Mensch. So, schaut gleich schon viel hübscher aus. Denen fehlen Arbeitskräfte. Das fehlt jetzt halt bei allen hier. Aber das ist jetzt, ja, ne? Endlich kann ich wieder Fisch essen. Das habe ich vermisst. Wie geil ich diese Kommentare finde. Okay. Wir haben halt hier noch... Ich glaube nicht, dass es gerade große Probleme gibt. Oh, hast du eine Ahnung, ey. Probleme gibt's immer. Oder Zwerge, es gibt's immer Stress. So, pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich versuche hier nochmal ein bisschen eine kleine Produktion aufzubauen. Mit diesem Fisch, die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. So. Na, ja. Kann man da vielleicht noch eine Bevölkerungsgruppe reinsetzen? Ich weiß es nicht, ob es geht. Wir müssen das mal ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht schaffen wir es da, einen einzigen Arbeiter noch reinzubekommen. Boah, nee, das ist zu knapp. Lieber nicht.
Ich hätte halt ganz gerne hier die Arbeitskräfte noch ein bisschen ausgeglichen, aber das muss jetzt gerade gar nicht. Wir produzieren jetzt genug. Das macht nichts aus. Sie sind... Okay, Vitamindrinks müssen hier hoch. Drinks. Die kriegen wir hier auch locker flockig hoch. Sortiere Daten. Und dann sollten die nämlich hier oben, genauestens, sollten die nämlich upgraden wollen. Und das erzeugt nämlich hier oben viel mehr Liebe. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Metallschaum. Gut, ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Es ist sehr freundlich von dir, aber jetzt im Augenblick nicht, sondern in der nächsten Folge würde ich gerade vorschlagen. Wollte ich gerade vorschlagen, hat nicht funktioniert. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen, meine Freunde. Euer Zwerg. Auf ZwergTube, ciao.